Ein Filmdokument aus den 1920er Jahren zeigt die Edelsteinstadt an der Nahe. Der Weg zur Felsenkirche führt damals noch über die winterlich verschneite Außentreppe. Aufnahmen von der Felsenkirche und dem steilen Weg nach oben gemacht worden. In den 1970er Jahren noch in tristem Grau. Man hat ein so einzigartiges Bild wie diesen aufragenden Kirchfelsen und den wunderschönen Marktplatz und die Nahe dann überhaupt zubinden kann ich. Auf Super 8 hält ein Hobbyfilmer das Ereignis 1976 fest. Die Gäste drängen sich auf der Treppe. Tut angesagt, gell? Ein wunderschönes Kleid. Und ich hatte einen grünen Sakko an, Samtsakko. Mit Ende der 70er, Anfang 80er wurde die Kirche komplett renoviert. Anlass war das Jubiläum 1984. Aber Gott sei Dank kamen sie dann nachher auf diese Idee mit dem Tunnelbau, gell, dass damit für die Zukunft auch die Felsenkirche erhalten bleibt. Die Baumaßnahmen werden vom Südwestfunk begleitet. 1980. Loses Gestein in der 80 Meter hohen Felswand bedroht die Felsenkirche und ihre Besucher. Ein 60 Meter hohes Gerüst ist nötig, um die losen Stellen zu sichern. Und unsere Gartenkünstler des 19. Jahrhunderts liebten eben, wenn die solche Elemente schon vorgefunden haben und haben dann eine romantische Landschaft darum inszeniert.